Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei The Elder Scrolls Enderal, die Tutatum-Version von Skyrim. So. So hab ich's. Jetzt sind wir hier auf dieser Insel gestrandet, würde ich mal sagen. Und wir müssen schauen, wo wir hin müssen. Ich schätze mal hier den Weg. Und das erinnert mich so ein bisschen, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, an Risen. Gesundheitstrank, Gold, was ist das? Eine Fackel, Skelett und ein Messer haben wir da auch noch. Jetzt kann ich nämlich mal gucken, Objekte. Nehmen wir das Messer als Waffe, würde ich sagen. Mehr hat der hier nicht, ne? Mehr hat der nicht. Okay, hier ist nichts. Die Ruine wie in der Vision. Ich guck mal hier im Nummer. Das ist ein Schwert, sehr geil. Eine Schaufel, die brauche ich glaube ich jetzt nicht unbedingt. Aber das Eisenschwert. Das nehme ich mal lieber. Und Eisenerz. Ah, cool. Mein Leben, ich muss gleich den Lebenstrink auch mal nehmen. Okay. So, Tränke da. Zwei Lebenstränke. Fünf ist gleich speichern. Und das ist die Ruine aus der Vision, die er hat. Genau, stimmt. Verlassener Tempel, da gehen wir rein und mal schauen. Also im Moment scheint das Spiel ziemlich gut zu sein, muss ich sagen. Aber ich bin mal gespannt. Kein Ladebildschirm. Ach da. Okay. Scheint alles ganz sicher zu sein. Ein paar Skelette. Okay. Was ist das hier? Etwas fehlt euch, um den Mechanismus zu aktivieren. Das heißt, gibt es hier irgendwas auf der Erde, ein Buch? Guck. Hab ich das irgendwo? Granitstein. Das ist der Granitstein? Nee. Hier muss irgendwas noch sein. Der Runenschlüssel, genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, es passiert irgendwas. Treppe. Eine Treppe, okay. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Spiel gerade, aber ich weiß auch nicht, welche Schwierigkeit. Okay. Weiter geht's. Warte mal, ich muss mal eben. Einstellung, was ist der Mod-Konfiguration? Ne, das ist nur das Gameplay da.
Ist das Einstellung doch? Gameplay. Der ist jetzt ja noch schneller, weil ich finde. So ist gut. Sehr schön. Wir folgen einfach den Weg und dann wollen wir mal gucken, was das Spiel so jetzt mit sich bringt, weil klingt sehr interessant. Ich habe davon gelesen, dass es jetzt raus ist. Musste es unbedingt sofort drauf machen. Bestimmte Gebiete, Halsabwehrhaltung erhöhen eure. Okay. Ich musste es. Alte Robe. Die ziehe ich, glaube ich, mal an, weil ich habe noch. Immer nur die Hose. Je länger ich mich hier aufhalte, ist glaube ich. Also, es ist spannend. Also, ich bin auch noch auf keinen Gegner getroffen. Ich weiß auch nicht, wie unbedingt hier das Kämpfen bei mir jetzt aussieht. Nach Skyrim. Da kann man raus, aber ich komme nicht raus. Ich muss natürlich weiter den Weg folgen, der Kanalisation, denke ich mal. Da hinten ist schon wieder ein Geräusch. Da ist Wasser. Okay, sieht ganz schick aus. Bogen. Aber den Bogen nehme ich jetzt nicht, weil ich einfach kein Bogenschütze so bin. Geh mal weiter. Hängemoosernte. Ein Moment mal. Da ist der Ventilator. Weil hier ist irgendwann Wein. Und die Sonne blendet. So, da musste ich die Jalousie ein bisschen runter machen. Tut vielleicht auch bei der Wärme ein bisschen. Die Leichen und das Licht, sie sind fort. Das kann bedeuten. Die Leichen und das Licht, die sind fort. Mal schauen. Also, es ist alles sehr mysteriös, finde ich. Jetzt gerade noch gehalten. Ich weiß auch noch nicht genau, worum es wirklich geht. Also, die Story wird wahrscheinlich noch erklärt. Mal gucken, ne? Mal kicken. Ob wir hier eine wunderschöne Total Conversation oder wie das auch immer ausgesprochen wird, haben. Ich denke aber mal ja, weil die Macher, die das hier gemacht haben, haben auch Nerim gemacht. Und Nerim gefiel mir richtig gut, habe ich noch nicht Let's Played. Aber da ich jetzt den Launcher habe, denke ich mal, kann ich das auch irgendwann mal machen. Also ich schätze mal, dass das der Weg ist, den ich nehmen muss. Denke ich mal. Das sieht auf jeden Fall gut aus, der Weg. Alles noch mit Licht hier. Hier sind noch Fackeln und so. Okay. Menschenfleisch. Ein Gesundheitstrank, den Kelch, den nehme ich jetzt nicht mit. Aber ich glaube, den brauche ich auch nicht. Okay, was passiert? Okay. Guck mal. Oh, sieht das. Es sieht sehr schön aus.
Ui. Und es geht, glaube ich, wieder nach draußen. Sehr schön. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Spannend, finde ich. Und jeder, der Skyrim ungefähr mag, der mag, glaube ich, das Spiel dann auch. Also, hat eine gewisse Spannung. Also, ich habe echt in der Höhle keinen Bock gehabt zu kämpfen, ehrlich gesagt, weil ich so gespannt war. Oh Gott. Schick. Ein Weg aus der Zufallsstufenaufstieg. Da kann ich jetzt mal gucken. Magie. Meditation. Ach. Wow. Heilwurzeln gibt es. Das sieht doch mal ordentlich aus. Und ich will noch mal was gucken. Entstehung, Gameplay. Aber ich glaube, ich brauche das hat nicht so unbedingt so doll. Okay, da geht nochmal eine Tür. Wow, wirklich unfassbar schön. Mich rein. Ich denke mal, gehe ich schon wieder in eine Höhle. Ich gehe schon wieder in eine Höhle. Ja, geil, schön. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Hier ist eine Falle. Muss ich hin? Sonnenküste. Ich hoffe es mal. Ah ja, sehr gut. Gehen wir mal gucken. Das alte Schwert, Eisenschwert. Das ist ja, glaube ich, egal. Aber, Leute, guckt euch das an. Wunderschön. Ich bin ja ein Krieger. Aber das Schwert ist so klein, ne? Da. Das war so klein. Egal. Wunderschön sieht das aus. Also. Und das hat mich so. Das erinnert mich wie so ein bisschen an Leben. Hey, wieso kommt die Navi jetzt? Ach, weil da Wölfe sind, ne? Oh, ich bin fast tot! Wow. Ich hoffe, es ist gespeichert. Schwer. Das war jetzt schwer. Aber. Habe ich das jetzt eingestellt? Gameplay. Ich denke mal, Lehrling müsste jetzt ein bisschen leichter sein. Ja. Die Animationen beim Kämpfen sind immer gleich. Ist ja auch kein. Thema muss ja auch nicht unbedingt das. Noch zwei Schwerter.
ist der dritte Wolf? Den will ich noch eben sehen. Ein, zwei. Naja.